Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Meter mit. Heute hier im wundervollen Berlin, im Februar in der Sonne. Und mit dabei ist Konstantin Kuhle. Schön, dass du da bist, lieber Konstantin. Und moin, hallo. Lass uns starten. Alles klar, legen wir los. Ja, hier Tatanbahn. Was löst das für dich oder in dir aus, wenn wir uns jetzt hier bewegen? Ich bin jetzt 35 geworden gerade, das heißt, die Schulsportzeit ist schon so ein bisschen her. Und zwischen der Schulsportzeit und jetzt habe ich mich eigentlich nicht freiwillig auf irgendwelchen Tatanbahnen bewegt. Also ich bin nicht so der Leichtathlet. Okay. Es ist schon eher etwas ungewohnt. Okay, aber Stress hast du jetzt nicht? Nee, Stress nicht, alles gut. Ich bin auch irgendwie jemand, der manchmal laufen geht und so, aber es ist nicht so mein natürlicher Untergrund, würde okay, ich sagen. Okay. Ja. Was ist dein natürlicher Untergrund? Also wenn du uns jetzt mal mitnimmst, deine sportliche Vergangenheit, Sportverein, wo kommst du her? Wie bist du groß geworden? Also ich komme aus Niedersachsen, vom Dorf. Und bei uns ist es schon so, dass Sportvereine ein wesentlicher Teil irgendwie so der Kultur des Miteinanders sind. Bei mir war es aber so, dass ich sehr lange gebraucht habe, um überhaupt mal eine Sportart zu finden, wo ich richtig sagen würde, das liegt mir. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich gerne früher in meinem Leben rausgefunden hätte, wie wichtig das einfach für mein Wohlbefinden ist. Das hat sehr lange gedauert. Und ich mache jetzt so ein bisschen Crossfit. Und das finde ich gut und das macht mir Spaß. Aber es ist im Grunde erst seit einem Jahr, anderthalb Jahren. Und vorher war es echt so ein bisschen, war ich so am Suchen. Das ist aber eigentlich so ganz gut. Und ich übertreibe es jetzt auch nicht. Ne? Aber es ist gut. Also ja. Sehr macht schön. Freude. Du hast gerade gesagt, dir wäre gern früher aufgefallen, wie wichtig das Ganze so fürs Wohlbefinden auch ist. Was glaubst du, wie wichtig ist Sport und Bewegung für Kinder und Jugendliche und vor allem dann auch vielleicht im Verein? Also ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, dass wir ja gerade aus einer Zeit kommen, in der viele Kinder und Jugendliche viel Zeit zu Hause verbracht haben. Vielleicht auch mehr Zeit, als sie eigentlich gewollt hätten, also die Corona-Zeit. Es gab mitunter auch gute Gründe, aber ich glaube, gerade wenn wir uns angucken, zu welchen Exzessen da gekommen ist, also dass man teilweise keinen Sport unter freiem Himmel machen konnte, dass ganze Jahrgänge sich irgendwie nicht gesehen haben, das finde ich schon problematisch. Und deswegen, glaube ich, müssen wir gerade da gucken, dass die Sportvereine eine wichtige Rolle einnehmen, dass wir das wertschätzen, was die Vereine machen. Und deswegen, glaube ich, ist das total wichtig, ja. Ja, ja, du sagst Wertschätzung. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass Sport gerade, was das ganze Thema gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht, super viel leisten kann. Also Wertevermittlung, unfassbar wichtiges Thema für uns, weil wir halt auch sagen, okay, Sport macht natürlich irgendwie die Bewegung aus und natürlich auch das Miteinander. Aber man lernt vor allem eben viel über Werte. Und man hat einfach so ein Grundverständnis, ein faires Miteinander. Was würdest du sagen, vielleicht so auch so drei, vier Stichworte, was ist die Wertevermittlung für dich im Sportverein? Naja, ich sag mal, auf so einem Platz, auf so einem Sportplatz oder auf einer Tatanbahn sind alle gleich, ja. Und man hat bestimmte Regeln, an die man sich hält. Und wenn man vielleicht sogar eine Teamsportart hat, dann ist man darauf angewiesen, dass andere einem auch helfen und sich unterstützen. Und das trägt dazu bei, dass man irgendwie Leute versteht und dass man einander näher kommt und dass man einander versteht. Und deswegen hängen viele gesellschaftspolitische Debatten, die wir gerade in Deutschland führen, glaube ich, mehr mit dem Sport zusammen, als wir manchmal glauben. Und da denke ich natürlich als allererstes, weil ich Innenpolitik mache, also vor allen Dingen Sicherheit, Migration, denke ich natürlich vor allen Dingen an die Integrationsdiskussion. Es gibt viele Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen oder die vielleicht schon in zweiter, dritter Generation hier sind. Und wenn die in Sportvereinen sind, wenn die mit anderen Kindern und Jugendlichen oder auch wenn sie älter sind, Sport treiben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, ich sag's mal so, dass die Leute miteinander klarkommen. Und deswegen ist Sport wichtig für gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerade am Beispiel Integrationspolitik. Ja, du hast angesprochen auch, wie wichtig es ist, um die Perspektiven zu wechseln. Wir versuchen das auch natürlich über viele übergreifende Formate, auch mit Engagementformaten im Sport. Hast du da vielleicht auch noch so zwei, drei Inputs oder Meinungen zu, wie da das Engagement vielleicht auch im Sportverein gestärkt werden kann oder sollte? Also was mich immer geärgert hat, als ich zur Schule gegangen bin, ist, dass es so ein Nebeneinander gab von schulischem Sport auf der einen Seite. Es gibt natürlich tolle Sportlehrerinnen und Sportlehrer, aber es gibt auch manche, die haben jetzt sozusagen ihre größte Engagementzeit schon hinter sich. Und der Vereinssport ist komplett getrennt davon. Und das fand ich irgendwie schade. Und deswegen fände ich es gut, die Schulen so weit es geht zu öffnen und ihnen zu ermöglichen, mit den Vereinen zusammenzuarbeiten, also quasi gemeinsame Sache zu machen. Und ich glaube, das würde dazu beitragen, dass mehr Leute in die Vereine gehen, weil irgendwie Schule und Verein zusammenhängt. Und wir leben ja in einer Zeit, in der im Nachmittagsbereich mehr stattfindet in der Schule als zu der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin. Und deswegen, warum nicht? Also fände ich gut, wenn da mehr
mehr Kooperation stattfinden würde. Sehr gut, jetzt sind wir in der Schule und auch kurz vor der Ziellinie. Ach so, das ist schon die Ziellinie. Das ist schon okay. Die Ziellinie. Wir waren ganz schön schnell, die 100 ja, ich Meter. Weiß, ja. Ich habe noch eine Frage an die Bundesjugendspiele. Die waren ja, ja in der jüngsten Vergangenheit doch ein großes Thema. Ja. Du hast dich auch dazu geäußert. Ich glaube, wir sind nicht ganz einer Meinung, was das angeht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was so deine Meinung dazu war. Und dann kann ich vielleicht auch noch ein bisschen sagen, wie wir dazu stehen. Also die Debatte hat ja große Wellen geschlagen. Und ich glaube, wir haben eine krasse Polarisierung erlebt anhand dieses Themas. Und ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse, an dieser Polarisierung mitzuwirken. Ich werbe nur für Verständnis, dass manche Menschen sich so ein bisschen Sorgen gemacht haben, und dazu gehörte ich auch, dass der Leistungsgedanke komplett aus dem Sport rausbefördert werden soll. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das nicht geschieht, sondern dass, wenn man Kindern und Jugendlichen Freude an Sport und Bewegung machen will, ich glaube, das eint uns, dass man auch vermittelt, es gibt sowas wie einen Leistungssport, dafür ist nicht jeder geeignet, dafür ist nicht jeder talentiert, ich zum Beispiel, das ist nichts, was irgendwie auf einem anderen Planeten stattfindet, sondern das sind Menschen wie du und ich. Und Leistung ist schon auch cool. Und das ist schon auch etwas, was wir in Schulen sehen wollen. Innerhalb des Sports, außerhalb des Sports. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass dieser Leistungsgedanke auch bei den Bundesjugendspielen nicht komplett rauskatapultiert wird. Und da habe ich mir einfach so ein bisschen Sorgen gemacht. Okay, da kann ich dir die Sorge auf jeden Fall nehmen, wie du wahrscheinlich auch der ganzen Öffentlichkeitsarbeit entnommen hast. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns auch der Leistungsgedanke schon noch wichtig ist. Den gibt es auch nach wie vor. Es ist nur so, dass wir gerade in der Grundschule das ganze Format ein bisschen anpassen wollten, um es einfach noch mehr Bewegungszeit in die Schule zu kriegen tatsächlich und auch dann eben für die Kinder zu ermöglichen. Und deswegen ist zum Beispiel beim Weitsprung so, dass es jetzt Zonen gibt, in denen gemessen wird, dass nicht mehr der Zentimeter gilt, sondern halt einfach eine Zone. Das ist in der Grundschule so umgesetzt und das bedeutet einfach eine viel einfachere Umsetzung, mehr Bewegungszeit für die Kinder und irgendwann kommt dann natürlich auch die Leistung dazu. Und es ist ja auch so, dass du natürlich auch in den Zonen springen oder in die Zonen springen musst und das bedeutet natürlich dann auch eine Leistungsmessung und natürlich gibt es auch Urkunden weiterhin und so werden sie aber vielleicht ein bisschen spielerischer rangeführt, sodass wir dann auch hoffen, dass bei denen das Ganze nicht so gut in Erinnerung geblieben ist, dass das vielleicht einen positiven Impact hat auf alle Kinder und Jugendlichen und sie einfach mehr Freude an Bewegung haben. Ein Versuch ist es wert, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn in der Grundschule gesagt wird, der A oder die B ist jetzt der oder diejenige, der am weitesten springen kann. Das finde ich irgendwie cool. Also das sind doch tolle Leute, die das irgendwie hinkriegen. Und in der Tat. Ich finde, da freut man sich doch, wenn man die wird es auch weitergeben. Sehr gut. Gut, dann bringen wir das Ganze hier mal. Bringen wir es über die Ziellinie. Sehr gut, du machst als erstes. Ja. Ich wollte dir den Vortritt machen. Ja, ist nett, danke. Dann vielen lieben Dank. Schöner hätten wir uns das, glaube ich, nicht ausmalen können heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Input. Super, und auf bald. Alles Gute weiterhin für vielen, die vielen Arbeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Super.